Kampfmunitionen. Es ist vollbracht. Lobet den Imperator. Die Wunde war tödlich. Sie haben nur dank der Rubicon-Operation überlebt. Wir haben sie rundum erneuert. Sie sind jetzt ein Primaris. Warum? Lord Kalgar höchstpersönlich gab den Befehl. Ist er hier? Nein. Der Primarch hat ihn gerufen. Ich muss zurück zur Watch-Festung. Sie haben eine neue Aufgabe. Aber mein Platz ist in der Death Watch. Die Inquisition findet keinen Makel an Ihnen, Titus. Der Häresie beschuldigt. Haben Sie in der Death Watch gebüßt. Fast ein Jahrhundert lang. Ohne das geringste Zögern. Aber sie können erst erlöst werden, nachdem sie sich dem Urteil ihrer Brüder gestellt haben. Beweisen sie sich, und sie werden entsühnt. Was ist Leben? Meine Ehre ist mein Leben.
Was ist Schicksal? Meine Pflicht ist mein Schicksal. Was ist Angst? Meine Angst ist zu versagen. Was ist der Lohn? Meine Erlösung ist mein Lohn. Was ist Ihr Handwerk? Mein Handwerk ist der Tod. Was ist Ihr Schwur? Mein Schwur ist die ewige Treue. Mein Lord, Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Sagt Sergeant Gadriel, er soll zur Brücke gehen. Wie geht's euren Wunden? Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Und Argwohn. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Nicht jetzt. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Also schön. Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Sie bedroht zwei Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain, Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Sir, Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone! Dann los! Siehst du die Dienstbolzen? Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Du hast recht. Und jetzt hat er das Kommando. Major, erstatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder.
Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Alle in der Basis verdanken Ihnen Ihr Leben, werte Lord. Der Imperator schütze uns. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kadianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Ja, Leutnant, es wird nicht lange dauern. Sicher! Aktiviert endlich die Waffen! Los! Wir werden die Schwarmschiffe derart durchlöchern, dass eine Fregatte durchpasst. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Es? Das Schwarmbewusstsein. Die mächtige Schwarmintelligenz der Tyranniden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Major, die Waffen wurden komplett entladen. Es wird eine Weile dauern, den Maschinengeist zu wecken. Beeilung! Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sarkana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir! Zeig mir diesen Bastard, was das Achte alles drauf hat! Für Tavia! Ich will einen Speer an dieser Position. Captain! Kommen Sie hier rüber. Captain, der Mechanikus ist in der Leitung. Der kann warten. Das ist Nosik Beta 12, ein Mechanikus Erzmagos. Er sollte eigentlich schon längst auf dem Schiff sein, aber er will Kadako einfach nicht ohne Daten aus seinem Labor verlassen. Er ist in dieser Basis der Imperialen Armee. Seine Anlage ist hier. Der Feind rückt immer näher. Die Basis wird schon bald überrannt werden. Nosik ist äußerst wichtig für uns. Beschaffen Sie die Daten und holen Sie ihn raus. Was ist mit dem Bergwerk? Wenn wir die Vorratstanks aufbrechen und den Fluss ins Tal leiten, können wir die Felder um die Basis entzünden. Wir kochen sie in Promethium. Ich gebe Ihnen ein kleines Team, um Ihren Plan umzusetzen. Drei Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Übernehmen Sie das Kommando. Ja, Captain. Erzmagos, ich sage es zum letzten Mal. Sie müssen gehen, jetzt! Aussage zeigt übermäßiges Unwissen. Wir werden gleich überrannt. Mein Mord ist euer. Stören Sie mich nicht. Major? Ah, Keran, schick mir endlich, was ich haben wollte. Erzmagos, Sie müssen diesen Ort augenblicklich verlassen. Verweigert. Ich gehe nicht ohne die Daten. Gehen Sie zu meiner Anlage. Ich melde mich per Vox. Macht euch bereit. Das wird nicht lange dauern. Major, meine zweite Einheit entwickelt eine Strategie, die Ihnen Zeit verschafft. Mein Lord, ich habe drei Trupps verloren auf dem Weg zum Labor. Da draußen ist irgendwas. Verstanden. Imperator, schütze uns.
Erzmagos, bitte Datenerhalt bestätigen. Hier spricht Lirio. Übertragung erhalten. Nosik ist auf dem Thunderhawk. Bringen Sie ihn hier weg. Ja, Sir. Major Sakana, wie ist Ihr Status? Wir haben viele Leute durch Beschuss verloren, aber wir kämpfen weiter! Wir kommen jetzt zu Ihnen. Nosik, wurden Sie getroffen? Wassertreffer? Lirio, können Sie mich hören? Major, wissen Sie, was passiert ist? Nein! Tut mir leid, Leutnant! Das ist mitten im Gebiet des Schwarms! Wir müssen zu ihm. Schnell! Unten gab es eine Rüstkammer. Sprungmodule. Sir! Die Soldaten! Bei allem Respekt, mein Lord! Wir sind Kardianer! Wir kommen zurecht! Such das Gebiet ab. Ist nichts. Nur die Rubicon-Operation. Wann? Vor 2 Tagen. Sucht schon! Na los! Wir sollten gehen. Ich sagte, mir geht's gut. Nosik ist tot. Die Mission ist vorbei. Der Schuldige ist längst verschwunden. Mein Lord, Sie können nicht mit. Laut dem Befehl. Scheiß auf den Befehl. Der Befehl stand. Sie können nicht. Unser Leutnant ist verwundet. Du kannst mich nicht aufhalten, Bruder. Wir gehen auf das Schiff. Was zur Hölle ist da unten passiert? Nosik wurde umgebracht. Im Adeptus Mechanicus Bericht stand Antriebsschaden. Ich habe was anderes gesehen. Sergeant? Verräter. Chaos. Sind Sie sicher? Ohne jeden Zweifel, Sir. Räumt die Brücke. Nosik war Leiter eines streng geheimen Forschungsprojekts. Aurora. Was ist es? Eine Waffe. Und die Diener des Chaos wissen jetzt davon. Jetzt, wo Nosik tot ist, gibt es nur einen, der die Arbeit fortsetzen kann. Morias Luz, Nosiks Lehrling. Er wird zurzeit vermisst. Zuletzt hielt er sich in einer Mechanikusanlage auf Avaax auf, in der es von Tyranniden jetzt nur so wimmelt. Damit kommen Sie in den Koji-Täter in der Anlage. Von dort können Sie auf Luz Tracker zugreifen. Wir nehmen umgehend Kurs auf Avaax. Seien Sie bereit, sobald wir den Orbit erreichen.
Sir. Was war auf dem Schiff mit Nozick? Wieso wollen Sie das wissen? Der Mechanicus wollte es unbedingt haben. Doch der Feind hat es nicht angerührt. Was es auch ist, ohne Luz, ist es nutzlos für uns. Noch näher komme ich nicht heran. Ab hier müssen Sie mit dem Lastenaufzug weiter. Melden Sie sich, wenn Sie los wollen. Verstanden. Danke, Bruder. Ich erwache. Leutnant Titus, Ultramarines, 2. Kompanie. Bitte Befehl eingeben. Orte Morias Luz. Zugriff verweigert. Zugriffsrituale bestätigt. Ort wird gesucht. Avarax. Die Stadt. Tempel von Fersien. Vitalwerte erhöht. Ich rufe einen Thunderhawk. Warte. Öffne Dateiprojekt Aurora. Bitte Gründe für Anfrage darlegen. Öffne die Datei. Öffne Dateirekonstruktion. Bruder, die Akten sind geheim. Verdammt! Sie wurden zerstört. Mechanikus-Idioten. Zeig mir den Standort des Artefakts. Achtung! Volkit-Reaktor instabil. Kernschmelze steht bevor. Hier wird alles zusammenfallen. Und die Stadt darunter begraben. Holt sie vom Kern runter! Ersatzgeneratoren wurden erweckt. Entbehrliche Systeme wechseln in den Ruhezustand. Keine Tyranniden in Sicht. Der Geruch von verbranntem Eiter reicht schon. Wir haben, was wir wollten. Auf zur Exfiltrationszone. Ich brauche ein taktisches Overlay der Stadt. Einen Moment. Der Adeptus Mechanicus muss gestoppt werden. Wie bitte? Wenn er die Waffe auslöst, gibt es eine Katastrophe. Seit wann seid ihr ein Experte für Mechanicus-Forschung? Ein Artefakt liefert Energie an die Waffe. Das habe ich schon mal gesehen auf dem Planeten Graia. Der Verräter Nemeroth nannte es ein Fragment der Macht der dunklen Götter. Es hätte fast den Planeten zerstört. Graia? Titus, der Mechanicus befolgt Befehle, die vom Primarchen genehmigt wurden. Und hier kommt ihr und redet von Graia ausgerechnet hier? Verdammt, Captain, wenn das Chaos kommt und das Ding in die Finger kriegt! Genug! Ich will davon nichts mehr hören, verstanden? Wie steht's? Haben wir eine Position von Luz? Ja, Sir. Dann runter da und finden Sie ihn! Es gibt Leute, die würden sie gern wieder zur Inquisition schicken. Gebt Acht auf euch, Bruder. Der Tempel ist im Dombereich der Stadt. Wir müssen außerhalb landen und uns von dort aus nähern. Ein Treffer! Bereit machen für Notlandung! Rüstung fixieren! Ein
aus. Seid ihr das? Chiron! Dem Imperator sei Dank. Schön, dich zu sehen. Wo ist der Trupp? Tot. Ein Neurotroph hat ihn zerfleischt. Wir müssen dort über die Brücke. Leutnant, diese Bestie lässt niemanden darüber. Was erwartet uns? Sie wird von hinten gedeckt und uns fehlen die Männer für einen Durchbruch. Die Kardianer halten die Brücke. Gerade so. Geh bei der Brücke in Angriffsposition. Wir erledigen den Neurotrophen. Alles klar. Wir werden sie rächen, Bruder. Passt auf euch auf. Wollt ihr mit, Brüder? Sergeant, schön dich zu sehen. Die Kardianer haben die Brücke unter Kontrolle. Wollt euch zur Hand gehen? Wir danken dir dafür. Steigt ein! Zum Tempel geht's da lang. Leutnant, die Kardianer bitten um Hilfe. Geh. Danke dir, Bruder. Ultramarines! Ist der Feind in den Dom vorgedrungen? Nein, mein Lord. Was ist mit dem Tempel von Tassin? Das Gebiet wurde vor Tagen evakuiert. Schließt euch sofort der Hauptstreitmacht an. Wir haben Befehl, hier zu bleiben. Wer hat das befohlen? Captain Fairborn. Wir sollen die Stellung halten, bis neue Anweisungen kommen. Der Turm ist leer. Zieht weiter. Aber, Sir... Das ist ein Befehl. Verzeihung, mein Lord. Es gab wohl eine Fehlkommunikation. Der Captain bestand darauf. Sie sind Deserteure. Nein. Nein, nein. So lautet der Befehl. Kontaktieren Sie den Captain. Wenn Sie Deserteure sind, richte ich Sie selbst hin. Captain Fairborn, bitte kommen. Captain Fairborn, bitte kommen. Angriff. Tötet sie. Sergeant, prüf die Umgebung. Ja, Bruder. Was sollte denn das? Muss ich meinen Hass rechtfertigen? Du musst deinen Leichtsinn begründen. Die Verräter sind mir etwas schuldig. Und wegen sowas wirfst du dein Leben weg? Der Tod ist meine Pflicht. Deine wirkliche Pflicht liegt beim Imperator. Du wirst sterben, wann und wo er will, und nicht wegen persönlicher Zwistigkeiten. Hast du das verstanden? Leutnant, das sollten Sie sehen.
Sluus muss da drin sein. Sie verwenden eine Art Schild. Die Altare. Dieselben haben wir vorhin schon gesehen. Sie erzeugen den Schild. Zerstört sie. Und dann befreit diese Welt von diesen elenden Monstern. Jupiters Lanze. Startet Exfiltration. Bestätige. Im Namen des Imperators, öffnet die Türen! Morias Luz. Ich verdanke euch mein Leben. Kommen Sie mit. Wohin? Zur Schlachtbarke. Verstanden, aber ich muss Erzmagos Nosik sprechen, und zwar sofort. Er ist tot. Tot? Sie werden sein Nachfolger. Luz. Die Energiequelle ist gefährlich. Ich studiere sie schon mein Leben lang. Ich versichere euch, sie ist ungefährlich. In den richtigen Händen. Arroganz. Arroganz? Warum lassen wir diese fremden Mächte nicht einfach in Ruhe? Wir folgen dem Willen des Omnisire. Ich höre. Titus, melden Sie sich nach der Ankunft sofort bei Captain Akara. Bestätigt. Titus? Ein Captain, Titus, starb auf der Fabrikwelt von Graia vor über einem Jahrhundert. Dabei hielt er die Energiequelle in seinen Händen. Nicht einmal ein Astartes könnte so eine überwältigende, unheilvolle Kraft überleben. Morias Luz, folgen Sie mir. Lord. Heretiker Astartes. Sie erscheinen in allen Schwarmstädten auf Avarax. Wir haben schon mit den Tyranniden zu kämpfen. Diese Verräter haben uns überrascht. Der Adeptus Mechanicus meint, Aurora sei bereit. Die Waffe funktioniert. Sir. Ich kenne Ihre Bedenken, Titus. Aber uns bleibt keine Wahl. Können wir Kalgar denn wenigstens warnen? Das geht nicht. Die astropathische Relaisstation auf Avarax wurde vollständig umzingelt. Jeder Versuch, die tyrannidischen Linien zu durchbrechen, ist gescheitert. Können wir sie per Vox erreichen? Das Relais liegt in einer Todeszone. Irgendetwas stört unsere Vox-Verbindung. Wir müssen durchkommen. Beim Imperator, ich hab's versucht. Die Tyranniden attackieren jetzt unsere Verteidigung. Wir kehren zur Festung zurück. Für einen letzten großen Widerstand. Schlachtfeldprojektion. C3 vergrößern. Wo bist du? Da, der Schwarmtyrant. Es gab keine Berichte. Er ist da.
Wir töten ihn, kacken die synaptische Verbindung. Und sie fliehen wie Ratten. Ein Schwarmtyrant. Das wird ein Spaß. Und wenn sie sich irren, wenn da nichts ist? Ich kann für eine Vermutung keine Männer entbehren. Ich brauche zwei Trupps. Zwei Trupps? Wir müssen den Schwarmtyranten töten, die Quelle der Störung finden und die Nachricht zum Relais senden. Sechs Männer. Mehr habe ich nicht für Sie. Machen Sie was draus. Danke. Imperator schütze uns. Abflugzone, Landung vorbereiten. Leutnant, wir sollten den Schwarmtyranten bekämpfen. Talassa schafft das schon. Sie haben drei Männer. Wir sollten zu ihnen, statt die Boten zu spielen. Die Nachricht muss ankommen. Keine Nachricht kann so wichtig sein. Sprich offen zu mir, Bruder. Ich war in den Archiven. Ihr wart Captain der zweiten Kompanie. Und dann seid ihr verschwunden, vor über einem Jahrhundert. Ich war bei der Death Watch. Dann wäre da ein Vermerk. Nicht für ein Schwarzschild. Ein Schwarzschild? Sie gaben ihre Ordenszeichen auf? Ich würde für ihn sterben. Wieso dann? Aus Buße. Man warf mir etwas vor. Und was warf man ihnen vor? Verderbnis. Bereit zur Landung. Bewegung! Wir sollten umkehren und zur Hauptstreitmacht zurückgehen. Titus, ein Resilient. Bitte um Hammerschlag Sturmbunker Gamma an meinem Standort. Das ist der Plan. Bitte stattgegeben. Bereithalten. Da kommen wir rein. Das ist ganz schön weit. Damokles an Talassa, bitte kommen. Wenn Talassa den Schwarmtyranten nicht ausschaltet. War unser kleiner Ausflug völlig umsonst. Streitmacht hätte uns gebraucht. Warum im Schatten schuften, wenn im Mittelpunkt Ruhm wartet? Was, Sergeant? Unsere Brüder sterben, während wir durch die Schatten schleichen. Wenn diese Nachricht nicht ankommt, gibt es ein Massaker. Leutnant hat es selbst gesagt. Es ist Verrat am Werk. Wenn du etwas sagen willst, Sergeant. Verdammt. Ah!
Sie sollten nicht hier sein. Ich habe eine Nachricht für Manneus Kalda. Ich kann ihm nicht helfen. Es ist dringend. Erst verdunkeln die Tyranniden den Warp. Und jetzt machen sich auch noch dämonische Kräfte bereit, alle anzugreifen, die ihren Verstand im Warp öffnen. Ihr entzieht euch eurer Pflicht? Wie können sie es wagen? Bringt mir die Nachricht. Ich hab sie. Fangen wir an. Ich muss leider widersprechen. Die Gefahr ist zu groß. Schweig! Es gibt immer Gefahren. Was soll das? Ich weiß es nicht. Du willst Kalda herbringen, um ihn zu töten. Du wirst uns verraten. Genau wie sie damals auf Graia. Lügen. Nehmt ihn fest! Er will sie töten! Heretiker. Leutnant! Gadriel! Ich bin kein Heretiker. Er will den Energiestein für sich selbst. Halte ihn! Tötet ihn! Tötet den Heretiker! Tötet ihn! Tötet ihn! Was hast du getan? Wie anmutig du tanzt. Ist er entkommen? Ich weiß es nicht. Leutnant Titus, bitte komm. Hier spricht Titus. Chaos-Truppen wurden beim Eindringen in das System entdeckt. Sie sind hinter Aurora her. Wir machen uns sofort nach Demerium auf. Wie konntet ihr das wissen? Ich war auf Kalth, als die Wordbearers angriffen. Ich kenne das Zeichen des Chaos. Wir kehren zur Schlachtbarke zurück. Ich verstehe dein Verhalten, aber jetzt ist Schluss mit dem Misstrauen. Verstanden? Ja, Sir.
Brüder, das ist Aurora. Innerhalb der letzten Stunden sind hunderte Soldaten der Verräter aufgetaucht und haben die Anlage requiriert. Requiriert? Wo ist Luce? Er ist da drin. Sie haben die Anlage. Luce. Und die Energiequelle. Heilige Terra. Vielleicht hatten Sie recht, Titus. Wie gehen wir das an? Wir haben alle verfügbaren Truppen nach Demerium entsendet, aber es sind viel zu wenige. Wir bereiten einen Angriff vor, aber er hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn wir das hier nicht regeln. Der Feind holt sich damit Verstärkung. Für jeden, den wir töten, kommen zwei weitere, um ihren Platz einzunehmen. Sie wird schwer bewacht. Ich brauche einen Kampftrupp, 5 Männer. Sie bekommen nur 3. Weiter. Der Feind scheint seine Kraft aus dieser Konstruktion zu ziehen. Was ist das? Wissen wir nicht. Und wir waren nicht in der Lage, sie zu zerstören. Euer Trupp ist für seine eher unkonventionelle Vorgehensweise bekannt. Ideen? Kennt ihr Demerium? Das ist eine Gruftwelt. Vor 4000 Jahren gab es einen Kampf zwischen Ultramarines und Heretikern. Die Schwert von Atreus, eine im Kampf demolierte Schlachtbarke, wurde hier begraben. Und weiter? Der Rumpf soll wohl in Trümmern liegen, doch der Antrieb brennt hell. Auch nach all der Zeit. Sie fliegt nicht. Aber sie kann rammen. Eine wirklich gewagte Annahme. Versuchen wir es. Also gut. Die Navigationssysteme werden defekt sein. Unser Schuss muss sitzen. Er hat recht. Jemand muss nah ans Ziel und ein Leuchtfeuer platzieren. Die Offensive beginnt in 90 Minuten. Der Imperator leite euch, Brüder. Uns alle, Sir. Hast du das schon mal gemacht? Sie meinen eine Landung in einem Kampfgebiet? Zwischen Feinden und brennenden Wrackteilen in der Flugbahn? Exakt. Nein, wird mein erstes Mal. Der Codex Astartes ist gegen solche Aktionen. Aber irgendwie habe ich Lust drauf. Bleib zusammen. Wir können uns nicht neu formieren, wenn wir getrennt werden. 60 Sekunden. Helme! Sir? Ich bitte um Entschuldigung für mein Verhalten auf Avarax. Schon in Ordnung. Ich habe euch einfach so misstraut. Euch fast getötet. Als junger Captain hinterfragte einer meiner Männer meine Absichten. Ich ignorierte seine Worte und habe dafür bezahlt. Du wurdest misstrauisch, weil ich deine Zweifel nicht ausgeräumt habe. Leider mein Fehler. Suborbitaler Abwurf bereit. Es ist eine Ehre, mit euch zu kämpfen. Uns auch, Bruder. Du stammst von Korf. Dann lasst uns ein paar Schulden begleichen. Ja, Sir. Düsen aktivieren. Für Ultramar! Das war ein Antrieb. Seht! Die Schwert von Atreus wird ihrem Namen wirklich gerecht. Das verschafft uns Zeit, aber wir müssen schnell sein. Solange der Feind Aurora steuert, stehen unsere Chancen schlecht.
Ah, Leutnant Titus, lobet den Omnisire. In wenigen Minuten werdet ihr sehen, wie... Beenden Sie das! Sir, bitte. Ich weiß, ihr habt eure Vorbehalte, aber das ist nur ein winziger Vorgeschmack darauf, was das Gerät alles kann. Ich weiß ganz genau, was es anrichten kann. Mein Lord, so vertraut mir doch. Das war meine Suche nach Wissen. Mein Lebenswerk. Beenden Sie das. Sofort. Nichts dergleichen. Vergib mir, Lord. Zeit wird die Reinheit meiner Absichten offenbaren. Ihr winzig kleinen Sandkörner! Klammert von Dingen, die ihr nicht versteht! Imuran! Ich dachte kurz, du würdest mir meine Arbeit abnehmen. Doch ich muss es nur selbst zu Ende bringen. Werde Zeugen wahrer Macht! Deine bösen Energien sind nutzlos! Tötet ihn! Den großen Riss und schicken die Heretiker zurück in den Warp. Und das alles mit nicht viel mehr als einer Bewegung. Wie genial! Sag uns, lieber Luz, aus welchem Ozean stammen diese Perlen des Wissens? Ist es nicht der Traum aller Wissenschaftler, die Wege sämtlichen Wissens zu finden? Sieh her, die Quelle deiner Inspiration!
Leutnant, Ihre Nachricht kam an. Berichten Sie. Die Macht scheint vom Obelisken in der Mitte auszugehen. Er wird durch ein Energiefeld geschützt. Gibt es eine Lösung? Wir haben versucht, den Schild mit aller Kraft zu durchdringen, doch ohne Erfolg. Mein Lord, es gibt vielleicht einen Weg. In den Katakomben meinte Luz, man müsse einfach nur die Ausrichtung übertragen. Und dann hat er etwas umgedreht. Ein Objekt. Und weiter? Es sah aus wie dieser Obelisk. Ihr wollt dieses Ding umdrehen? Ich höre. Aurora könnte eine Schwäche haben. Könnte? Mein Lord! Wir müssen hier weg. Leutnant, halten Sie Sergeant Gadriels Plan für vernünftig? Absolut. Captain Akaran, versammeln Sie die Kompanie. Ja, Ordensmeister. Das da ist die Steuereinheit. Könnt ihr damit was anfangen? Nein. Leutnant, gibt es eine Lösung oder nicht? Augenblick. Da. Vorsicht, Leutnant. Wir haben keine Wahl. Bruder! Ich überlebe's. Welche Brüder brauchst du? Viridian und Talassa. Wir kümmern uns um den Letzten. Ich schicke sie sofort los. Einweisung erfolgt per Vox. Ja, Captain. Den übernehme ich, Bruder. Mein Lord.
mein Fuchs. Heretiker! Heute wirst du sterben! Willkommen in meinem Reich! Ihr seid also meiner Einladung gefolgt. Ich gebe euch die Chance, niederzuknien. Unser Ordensdiener pisst bald in deinen Schädel, du Monster! Schmerzlos! Ihn gehen lassen, nachdem er ihn so mühevoll hierher gebracht hat! Genug geredet! Tötet den Heretiker! Ein letzter Tanz mit meinen Marionetten! Steh auf, Titus. Deine Pflicht ist noch lange nicht vorbei. Für den Imperator! Demetrian Titus, Ihr entschlossenes Handeln hat dieses System gerettet. Und es macht mich immens stolz, Sie ehren zu dürfen mit dem Symbol, das Ihnen gebührt. Dem Siegeslorbeer. Alle Krieger des Adeptus Astartes sollen sehen, dass Sie einen wahren Sohn
Gillimans vor sich haben. Zum Ruhme Ultramars! Sie dürfen wegtreten. Ich bitte um Vergebung. Ich hätte sie gern eher heimgebracht. Mein Lord, das... Ich war außer mir, als ich von ihrer Festnahme erfuhr. Die Inquisition war so blind vor Arroganz, dass sie die Wahrheit nicht erkannte. Gegen eine Hingabe wie die ihre hat das Böse nicht den Hauch einer Chance. Danke, mein Lord. Es gibt eine Mission. Sie werden die zweite Kompanie für eine Weile verlassen. Zu Befehl, Ordensmeister. Der Ordenspriester weist sie ein. Er war es auch, der sie vorgeschlagen hat. Mein Lord, die Schwert von Karth ist zum Abflug bereit. Danke, Captain. Mein Schiff wird sie sicher ins Ziel bringen. Ich freue mich auf ihre Gesellschaft. Titus, es war mir eine große Ehre. Ebenso, mein Captain. Wie ich höre, werden sie uns verlassen. Aber nicht allzu lange, hoffe ich. Der Imperator leite sie. Sie auch, Sir. Brüder, ich werde anderswo gebraucht. Ein schmerzlicher Verlust. Ich werde unsere Zeit auf dem Schlachtfeld nie vergessen. Wir auch nicht. Ich bin euch etwas schuldig. Dank euch glaube ich wieder an die Bruderschaft. Wir erwarten eure Rückkehr. Mut und Ehre. Mut und Ehre. Titus, Lord Kalgar hat Ihnen von der Mission erzählt. Gut. Ich weise Sie unterwegs ein. Sie kommen auch mit? Genau. Verstanden, mein Lord. Gute Arbeit bis hier. Ihre Brüder vertrauen Ihnen. Ebenso wie der Ordensmeister. Aber vergessen Sie nicht. Ein Funke Argwohn bleibt immer bestehen. Ich behalte sie im Auge. Und wenn sie sich auch nur einen Fehltritt erlauben, zeige ich keine Gnade. Leandros. Mein Lord, wir müssen hier weg.